Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Mega Man X. Ich meine, Let's Play some Mega Man X. Ach, verdammt, ja. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen durch den Wind. Das liegt ganz einfach daran, ich stehe jetzt am oberen Ende dieses vertikalen Tunnels hier. Ihr seht ganz richtig. Ist normalerweise nicht so meine Art, irgendwas offscreen zu machen, aber es hat mich so aufgeregt, ja. Es war so goddamn frustrating. Ich habe Blut, Schweiß und Wasser gelassen, um das zu schaffen. Alleine hier hoch zu kraxeln. Und das hat mich doch zu einer Erkenntnis geführt. Nämlich, der gute Traxy hat das nicht so wirklich drauf. Oder nicht mehr drauf mit dieser Jump'n'Run-Geschichte hier. Da bin ich ganz tierisch abgeschissen und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Hat mich allerdings auch zu einer Erkenntnis gebracht, auf die hin ich dann eine Entscheidung getroffen habe. Und zwar folgendes. Ihr wisst ja sicherlich, ich habe es schon mal hier und da gesagt, dass ich im Rest des Novembers und im Dezember dann, also im Rest dieses Jahres, noch ein bisschen was vorhabe. Ein paar neue Titel und so weiter. Ich habe den Uploadplan so ein bisschen umstrukturiert. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was Neues auf euch zu. Auch wenn ihr da jetzt noch nichts von wisst, aber lasst euch überraschen. Das wird krachen. Bis Weihnachten. So. Weihnachten ist ja schließlich das Fest der Liebe und die Zeit der Überraschungen für Geschenke und so. Und das wird dann auch so kommen. So, aber warum eier ich jetzt hier rum, ja, und labere? Puh, also, allen Mut zusammenfassen und es eingestehen. Ich werde Mega Man X nicht mehr auf normalem Wege fortführen. Was meine ich damit? Ganz einfach. Ich werde es nicht abbrechen, keine Sorge, denn das kann ich gar nicht leiden, ja, irgendein Projekt anzufangen und dann nie wieder fortzusetzen, das ist Quatsch, das ist Käse, sowas mache ich nie. Sowas werde ich niemals machen, ja. Was mache ich stattdessen? Ihr habt es bestimmt schon gesehen, ja, ihr Spitzfindigen, wenn ihr aufgepasst habt. Ab und zu mal bin ich gegen dieses Vieh hier gesprungen, das da immer wieder kommt. Und ich habe keine Energie verloren, richtig. Jetzt mögen mich einige gern steinigen wollen, tut das, wenn ihr möchtet. Bitte gebt mir Dislikes oder schreibt in den Comments, wie scheiße ihr das findet. Aber ich werde schummeln, ja. Ganz einfach. Ich werde mich da auch nicht weiter zu rechtfertigen. Es ist einfach so, noch schlimmer als Cheaten ist für mich einfach das Let's Play entweder nicht zu schaffen und euch damit zu langweilen, dass ich 100.000 Mal fehle oder aber es deswegen abbrechen zu müssen und deswegen, ja, im Hinblick darauf, dass ich eben so viel Neues in der nächsten Zeit noch starten möchte und ich hier mal langsam zum Ende kommen wollte und nicht noch 50 Parts dran verballern wollte an diesem Game, werde ich das jetzt ein bisschen beschleunigen, indem ich mir da so ein bisschen unter die Arme greife und dafür sorge, dass wir nicht mehr sterben können. So. Zack. Genug Zeit vergeudet. 3 Minuten rumgelabert. Gehen wir mal durch die Tür hier und erledigen den nächsten Boss. So. Wie gesagt, es gibt da Hasser. Ja, die sind da ganz strikt und rigoros gegen sowas. Ich normalerweise auch, wenn ich es denn vorher hätte absehen können, konnte ich aber nicht, ja. Ich habe mich da wirklich ein bisschen überschätzt. Ich hätte das nie geglaubt, dass das doch noch so knackig ist und mir so viel abverlangt, dass ich den Hut davor ziehen muss vor diesem Spiel. Ja, Respekt. Hut ab. Ja. Also, es hat nicht sollen sein, aber wie gesagt, dann machen wir aus dem Let's Play eben eine Dokumentation. Dann zeige ich euch eben die letzten Stages im Schnelldurchlauf mehr oder weniger, dass ihr die wenigstens noch gesehen habt. Denn es kann ja durchaus sein, dass es Leute wie mich gibt, die genauso gefailt haben, bisher immer, bei diesem Ding hier. Ja, dann soll euch das aber nicht verwehrt bleiben. Ich möchte es trotzdem zu einem Ende führen. Tja, und dann wird es eben auf diesem Weg sein. Zack, zack, zack. Ihr seht auch, ich habe da mit beidem so ein bisschen nachgeholfen. Leben wie Munition. Das heißt, da soll es jetzt an nichts mehr mangeln. So. Vielleicht kriegen wir sogar die letzten Bosse alle unter einen Hut in diesem einen Part. Das wäre extrem geil. Denn dann könnte ich da ein Double Feature draus machen und wäre in dieser Woche damit durch. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir dann. So. Ich hoffe, ich habe mir damit jetzt nicht echt allzu viele Hater eingefahren oder so. Falls ja, dann muss ich damit leben. Aber dafür könnt ihr euch wirklich, ohne Witz, in der nächsten Zeit auf einige Sachen freuen,
die da neu kommen werden. Und ich glaube, das entschädigt mehr als erwartet, als nötig. Das ist halt Entschädigung genug dafür, dass ich jetzt hier so ein bisschen schummle. Seht's mir nach. Ja. Kommt, wer hat noch nie irgendwo beschissen, wenn er nicht weiterkam und sich geärgert hat? Ohne Witz, das ging dann gar nicht. Ich ziehe auch meine Lehren daraus, natürlich. Das bedeutet, in Zukunft werde ich Titel, die ähnlich schwierig und knackig sind und wo man öfters mal verzweifelt dran, nicht mehr spielen. Ja, also, tut mir leid. Zu blöd ist zu blöd. Ja. Und wenn ich zu blöd bin, dann muss ich meine Konsequenz ziehen und es einfach sein lassen. So, aber nicht bei angefangenen Projekten. Zack. Da weicht er aus, beziehungsweise man hat immer nur so ein ganz kleines Fensterlein, ja, wo man ihn treffen kann, nämlich wenn er unten ist, hier diese fiese, fette Spinne und das Auge aufmacht. Ah, wieder verfehlt. Ja. Dann schmeißt er auch noch diese kleinen Spinnen hier, die uns so staggern, das heißt hier zurückwerfen. Aber wir sehen schon, die Schwachstelle dieses Gegners, dieses Mini-Boss-Gegners, ist das Shotgun-Eis. Ja, das ist doch auch mal was Sinnvolles, Wertvolles hier. Falls ihr also hier hängt oder irgendwann mal hier an diese Stelle kommt, dann wisst ihr jetzt, wo die Schwachstellen der Bosse liegen. Die werde ich euch nämlich präsentieren. Da habt keine Sorge. Aua. So solltet ihr das natürlich nicht machen bei diesem Gegner hier. Einfach irgendwo in so einer Ecke stehen, wo er euch ganz leicht erwischen kann, wo sehr offensichtlich ist, wo er runterkommt, ja. Also der krabbelt immer bis zu einer Querstrebe, geht dann einen nach unten und krabbelt über die nächste Querstrebe, ja. Also könnt ihr euch den Pfad eigentlich schon vorher ausmalen. Jo. Aber so auf die Schnelle macht das mal, wenn er in 3 Sekunden da runter ist, ja. Das ist hier echt ein Reaktionsspiel. Und das Ding ist, das wird auch nicht leichter. Das wird hier immer knackiger, je weiter das fortschreitet. Jetzt haben wir die erste Sigma-Stage hinter uns gebracht und können eigentlich dasselbe Symbol direkt nochmal antickern und sind dann in der nächsten. Mal schauen, was uns da erwartet. Ready, set, go! Zack. Eigentlich bräuchten wir hier gar nichts mehr abschießen, außer um es aus dem Weg zu räumen natürlich. Wir wollen uns ja nicht von diesen Plattformen hier runter schubsen lassen. So wie hier. Und da seht ihr auch schon die Kehrseite dieses Bescheiß-Lines hier. Nämlich unsere Unverwundbarkeit hindert uns am Sterben. Ja, leider. So. Vielleicht lassen wir es auch gerade mal aus und aktivieren das nur dann, wenn es wirklich nötig ist, ja? So. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier vernünftig über diese Plattformen kommen. Nein, Fledermaus, geh weg. Ah! Ha! Warum haben wir das gerade nicht so geschafft? Souverän. Und... Ah, ah. Mm-mm. Weg, weg, weg. Siehst du, geht doch. Ah. Leben haben wir eigentlich genug. Guck mal, wie voll unsere Leisten sind. Ja, das kommt halt daher. Wir haben alle Tanks gesammelt und so weiter und so fort. Eieiei. Aber was mich am meisten aufregt an diesem Spiel ist wirklich, du gehst 2 Zentimeter aus dem Bild, schon sind alle Gegner wieder da. Ah. Guck mal. Genau das meine ich. So. Das ist nicht so schön. Was haben wir jetzt hier? Den Chill-Penguin. Guck mal. Zack. Aua. Na, wenn wir den... Mal nicht... ein bisschen eingeheizt kriegen hier. Zack. Zack. Ah.
Gucke, wie leicht du bist. Ja, das ist eine Schwachstelle. Das haben wir zu Beginn des Spiels noch nicht sehen können, weil wir ja die Reihenfolge so ein bisschen anders gestaltet haben. Da haben wir den Pinguin hier zuerst erledigt und hatten noch keine Spezialwaffe. Aber wir sehen ja, das hat einen schönen Effekt. Wenn wir den in Flammen setzen, dann brennt er richtig. Ja. Und jetzt hat er ausgebrannt. Beziehungsweise ausgefrostet. So. Zack, zack. Kurz zum X-Buster zurückkehren. Ich hoffe ja, wir haben hier nicht noch wieder irgendwie so ein Hüpfspielchen wie in diesem einen vertikalen Tunnel da. Das fände ich gar nicht so cool. Aua. Diese Teile, die hier ständig angeschwebt kommen von oben. Diese da. Ich hasse das. Ich hasse diese. Oh oh. Oh oh. Zack, da kriegen wir sie auch kaputt. Aber der wird jetzt wahrscheinlich wieder da sein. Nein. Ein Glück, guck mal. Da haben wir seinen Anzug gecached. So. Klatsch, klatsch. Müssen auch leider wieder raus, ja. Aber es geht ja. Ihr seht, man braucht das auch nicht immer. Dieses Bescheißi-Gedöns hier, ja. Also manchmal schaffe ich es auch so. Ah, aber natürlich nur, wenn uns so eine Kanonen da nicht nerven. Aua. So. Autsch. Habe ich natürlich tausendmal lieber so ein Gang mit Plattformen, die einfach nur so statisch irgendwie schießen, als das Teil, was da rechts daneben war. Wo die einfach sich davon stehlen, ja. Was half gegen ihn nochmal? Wir erinnern uns. Der Chameleon Sting. Hui. Na, was war das denn gerade? Haben wir so Disco-Fieber gehabt hier? Und so ein bisschen komisch geleuchtet, ja. Das soll uns nur recht sein. Komm her, zack. Ja. Also, unbegrenztes Leben brauchen wir nicht mal. Google, da war das vielleicht am Ende doch nur diese eine Stelle, an der wir gehangen haben. Siehste. Also, können wir uns beruhigt zurücklehnen und aufatmen, dass doch nicht alles erschummelt ist hier. Ah. So. Na gut, außer die Moon. Ja. Zack. Damit machen wir es uns gerade ein bisschen einfach. Normalerweise haben wir da nicht unbegrenzt von. Aber was soll's? Wir wollen ja vorankommen. Gelle. Ah. Lass mich doch mal. Ihr fiesen Fledermäuse. So. Da haben wir auch schon den nächsten Gegner. Bossgegner? Zwischengegner? Ich weiß es nicht. Es sieht nach einem Bossgegner aus. Das heißt vielleicht die zweite Sigma-Stage hiermit auch beendet. Ah, genau. Es sieht so aus. Aber was ist das? Aua. Kriegen wir ihn damit? Ist das seine Schwachstelle? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Oh oh. Vielleicht der Chameleon Sting. Man weiß es nicht. Ja, es sieht danach aus, als wäre es der Chameleon Sting.
zack, da ist ein Auge putt. Aua. Das sieht doch gut aus. Den kriegen wir damit ziemlich fix kaputt, oder? Zack. Eieieiei. So. Das war's auch schon. Wunderbest. Haha. Zweite Sigma Stage. Adieu. Ich glaube, es gibt davon insgesamt 4 Stück, ja. Also werden wir jetzt noch eine hinter uns bringen müssen, meine ich. Ich glaube. Und dann die letzte. Mal schauen. Ja. Die nächste Sigma Stage sehen wir also im nächsten Part. Mal gucken, ob ich den direkt da hinterher schleudere und da richtige Double, Triple oder Quadruple Schieß mich tot Features mache. Mal schauen. Dankeschön fürs Zuschauen und wie gesagt, bitte haut mich nicht. Ich möchte doch nur schnell durchkommen durch dieses hässliche, schwierige Spiel. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.